Wie könnte man in Grasshopper die Bodenplatte in zwei Bereichen unterteilen, gedämmt und ungedämmt, so dass die Anforderungen im Gebäudeenergiegesetz erfüllt ist? Das schauen wir jetzt in diesem Video an. Hallo zusammen zu meinem neuen Video. Worum wird es gehen? Also um das Gebäudeenergiegesetz, und da gibt es einen Satz, was den mittleren Wert betrifft von dem Gebäude und spezieller die Bodenplatte und deren Wert, weil da dürfen wir nur die äußere Dämmstreifen umsetzen. Kleiner gleich 5 Meter, nur das setzen wir als gedämmt um, sonst der innere von der Bodenplatte. Der innere Bereich grenzt überwiegend an dem Erdreich und deshalb hat weniger Einfluss von der Außentemperatur. Deshalb später werden wir berücksichtigen den Aufbau und die U-Werte von der Wände, Boden, Dach und deren Fläche. Und das wird Einfluss haben auf den mittleren U-Wert. Gebäudes, für ein Wohngebäude. Und jetzt wollte ich das Ganze in Grasshopper in Rhino zu simulieren versuchen. Mal schauen, was die Schritte sind. Jetzt habe ich an der Stelle ein vereinfachtes Gebäude als Rechteck. Ich vernachlässige die Fenster erstmal und konzentriere mich auf die Bodenplatte und wie ich das aufteilen kann in dem Streifen 5 Meter mit Dämmung und Innenbereich als Rechteck, der als ungedämmt zählen wird. Ich fange an, ich möchte das Gebäude in der Umgebung von Grasshopper hinkriegen. Ich schreibe B-Rep, das ist Boundary Representation, und ich wähle die Geometrie aus. Jetzt habe ich das in Grasshopper, das heißt, wenn ich das internalize, ich kann ganz frei in Rhino das löschen und das wird hier bleiben. Aber ich möchte das noch nicht machen, also ich habe zurück gemacht. Jetzt ich konzentriere mich auf diese Bodenplatte und wie ich das separat rausziehen kann. Das heißt, ich möchte das dekonstruieren. Construct B-Wrap. Und das sind die verschiedenen Oberflächen, Surface. Nenne ich die mal, die sind 6 und ich kann die auch auflisten, die Handhaben leichter handhaben kann. Durch diesen Plus reinzoomen von 0 bis 5 sind meine 6 Elemente. Jetzt, damit ich weiß, welche die Bodenplatte genau ist, ich bräuchte Fläche, heißt das, ich versuche diese Geometrie und da ergibt sich der Mittelpunkt dieser Bodenplatte, da brauche ich später. Also das Ziel ist, dass ich parametrisch hinbekommen möchte, dass die Linien, die diese Bodenplatte abbilden, diese Linien werden versetzt nach innen um 5 Meter und das wird immer passieren, immer so sein, egal wie groß das Gebäude später ist. Ich kann jede Geometrie hinzufügen. Das Komponente, das ich brauche als nächstes, ist Edges und Faces. Also ich brauche die Bodenplatte, das haben wir gesagt, ist von dem ganzen B-Wrap.
Und einen Punkt als Orientierung, also welche Fläche von diesem Box, welche Fläche, das ist die fünfte Fläche und dieser Mittelpunkt. Und wenn ich das markiere, man sieht, das sind die vier Linien, die ich versetzen möchte. Brauche ich Offset Curve Plus Edges. Jetzt als im Grunde so, dass ich noch keinen Abstand gegeben habe. Ich gebe das als Panel, also als Text nur. Minus 5. Das kann ich auch so abrufen, in diesem Symbol, zweimal Schrägstrich. Und hier sehen wir schon, die Linien, die kreuzen sich. Aber das ist egal, weil wir werden jetzt die beiden Surfaces, die beiden Teile von dieser Formplatte bilden, indem ich eine Oberfläche von den Linien erstelle. Hier sehen wir, sind vier Linien sozusagen, Curves bereit. Und ich möchte diese jetzt auch listen. Von 0 bis 3. Und die kann ich hier schon mal verbinden. Wenn ich das markiere, jetzt sieht man, ich habe mir die Oberfläche gebildet. Innere, aber jetzt wie bekomme ich die äußere? Ich bräuchte später auch diese Fläche und die U-Werte separat darstellen. Deshalb das nächste Komponent ist Surface Split. Oberfläche war die große und meine neue kleinere innere Oberfläche. Jetzt schauen wir mal, was wir für Fragmente wir bekommen haben. Also sollten Fläche erstmal List Item. Zwei Sachen sind die innere und die äußere. Und wenn ich hier einmal durch die Geometrie-Komponente laufen lassen, ich meine Fläche Area, bekomme ich einmal 400, einmal 200. Auf einem Panel. Und beobachten. 400, 200. Okay, gut. Irgendwie sauberer darzustellen. Okay, mit den Energiekomponenten beschäftige ich mich mit dem zweiten Teil von dem Video. Ich wollte hier nur Demo machen für das Aufteilen der Bodenplatte. Das waren die Linien, die ich von der unteren Oberfläche der Bodenplatte gesammelt habe. Das war der Abstand, den ich gesagt habe. Nach innen, hier habe ich mir die neue Oberfläche gebildet und hier in dieser Komponente insgesamt war die 600 und hier habe ich in zwei Teilen 200 und 400 aufgeteilt. Und dann schauen wir weiter. Ah, noch etwas wollte ich probieren. Zum Beispiel, ich mache ganz vereinfacht ein
neues Gebäude. Und an dieser Stelle werde ich das hinzufügen. Anstatt die ursprüngliche Geometrie. Und hier sieht man, dass jetzt meine versetzte Linien auf dem Dach quasi liegen. Das passiert so, weil in diesem erstellten Gebäude anscheinend die Reihenfolge auf dieser Liste hier die Punkte Oberfläche nicht dem Boden entspricht, sondern dem Dach. Und ich muss das ersetzen durch 4. Die vierte Platte ist anscheinend die Bodenplatte und jetzt sind die Linien genau auf dem Boden. Und als letztes wollte ich nur eine bessere Darstellungsmöglichkeit kurz zeigen. Also ich möchte diesen Surfaces, ich habe die Liste mit der zwei aufgeteilten Surfaces, ich kann das kopieren und die zweite abbilden, sagen wir die äußere und die innere. Und das war alles für das erste Teil. Danke für das Zuschauen. Ciao.